Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play OMSI 2, der Omnibus-Simulator. Heute fahren wir auf der Map Städtedreieck V3, updated. Die private von mir. Heute fahren wir nach Bus die NE86 vom Hauptbahnhof zum Schönblick. Wie man schon an der Matrix sehen kann, fahren wir über Versorgungsamt, Hochtann-Rathaus und Griesbach Bahnhof. Genau. Heute fahren wir auch noch zudem ein MAN 1 NG 1 313 mit der Lackierung KVG Kiel. Mit einem Euro 3 Motor mit Void Getriebe. Genau. Schwingen wir uns mal rein. Haben wir gleich so, ja, in 2,5 Minuten Abfahrt. Eingestellt habe ich schon mal. Ja. Also geplant ist es eigentlich, dass wir gleich ein Anschlusstreffen da haben. Was ich wahrscheinlich vermute, weil wir jetzt schon hier stehen. Ich gerade die Zeit bis hierhin vorgespult habe, kann ich mir vorstellen, dass da keiner kommen wird. Aber ich lasse mich natürlich überraschen. Jetzt sieht man ein bisschen den Fahrplan. Ostgaard-Galerie. Genau. Ah, guck mal, da vorne sieht man schon den ersten Bus. Ich werde auch gleich schon ein bisschen früher losfahren, weil hier steht 44, aber wir haben da vorne noch eine Ampel. Und ja. Ich lasse euch mal für euch die Hilfsweile an. Kann man, ja, dann sieht man ein bisschen, was am Tag hier so lang fahren würde. Und ja. Ich mache schon mal den Motor an. Genau. Würde jetzt auch schon mal nach vorne ziehen. Ja. Ich wünsche euch natürlich eine angenehme Fahrt. Und ja. Nächste Haltestelle, Hauptbahnhof. Und genießt den Motorsound. Hinter uns kommt sogar noch ein Bus. NE 82. Guten Tag. Guten Tag. Dreiundachtzig. Kommt noch einer. Die 84. Den kommt noch einer. Ja, der hat eine falsche Lackierung, aber ist wieder mal egal. Elva ist das. Und da die 915. Und dann noch auf der Linkslinie hier.
Der Kollege ist schon um 0.51 Uhr losgefahren. Hier fehlen noch ein paar Busse. Ach, guck mal, da kommt noch einer. Da kommen auch noch die anderen zwei. Jetzt sind wir hier vollständig. Das ist schön. Jetzt auch mal los. Ja. Gucken natürlich, dass da keiner kommt. Da kommt noch einer. Nächste Haltestelle am Hang. Hier müssen wir mal kurz ganz kurz anhalten. Den Bühnenpfeil. In die 83. Vielleicht schaffe ich ja diesmal den Kreisverkehr. Den Kollegen werden wir wahrscheinlich nicht mehr sehen. Der fährt gerade. Gleich geradeaus weiter. Hallo. Hallo. Nächste Haltestelle, Dachsfeld. Ach, dort steht der Kollege noch. Hallo. Hallo. Nächste Haltestelle, Eichholzstraße. So.
Nächste Haltestelle, Hacklenberger Hof. Ja. Nächste Haltestelle, Versorgungsamt. Hallo. 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 Fährt gerade auf, da oben fehlt eine 51. Die fährt ja auch lang. Nächste Haltestelle am Gasberg. Power hat er auf jeden Fall. Was ich mir vor allem noch wünschte, wäre eigentlich, es gibt ja halt so Wechselmatrix, wie jetzt zum Beispiel an dem Bus, das halt steht, über jetzt zum Beispiel Versorgungsamt. Und sobald man halt die Haltestelle durchgefahren ist, dass er das dann halt nicht mehr anzeigt. Das wäre echt geil. Haltestelle, Buchabü.
Hat man hier nächste Haltestelle, Oststadtgalerie. Oh gut, ne? Machen wir hier mal Pause. Ach so, ja, weil das noch nicht geändert wurde. Null. Diese Stille. Mach mal den Motor wieder an. Natürlich mal von außen. Interessant. Nächste Haltestelle, Maritastraße. Gut. Nächste Haltestelle am Sandkrug. Nächste Haltestelle an den Siedlergärten. Nächste Haltestelle, Albertbrücke.
Dann fange ich halt wieder langsam an zu reden. Ja, war ein bisschen den Zaun. Ja. Nur ab der Folge sind wir auch in Hoftan. Schon. Naja, wir fahren ja über Autobahn. Über die Bundesautobahn. Ja. Ich kann da rein und kann da raus und können wir weiterfahren. Nächste Haltestelle, Weigelstraße. Hi. Wir können gleich mal vom Hoftan Rathaus bis Polostraße von außen fahren. Nächste Haltestelle, Hoftan Rathaus. Hört man auch mal ein bisschen den Sound von außen. Hallo. Sagt er von außen, ich Hong. Der Standsound ist schon mal sehr geil.
So, weiter geht's. Ja, in der späteren Linie. Nächste Haltestelle, Videos, Fachhochschule. Zeige ich euch mal die 32, die hier lang fährt. Es gibt von der 32 zwei verschiedene Versionen. Aber die tagsüber, die fährt von Travestierweg zum Barbarossaplatz. Und dann abends fährt sie nur von Hauptbahnhof bis Donnerheim. Und am Samstag, wie wir dann fahren würden, den ganzen Tag über, zwischen Hauptbahnhof und Donnerheim. Aber dann als halt kombinierte Linie, Details, sie wechselt ihre Linie, also die Linie immer am Hauptbahnhof. Und dass, wenn man von Donnerheim fährt, fährt sie so gesehen halt durch bis nach Kaiserstal-Markt, weil sie danach als 52 weiterfährt am Hauptbahnhof. Aber das wird man dann später in einem späteren Video sehen. Genau. Zwei Minuten Verspätung. Nächste Haltestelle, Postkeller. Perfekt, dann Kumpel. Nächste Haltestelle, Schwimmbad. Wie man im Shop einen einsteigen möchte. Komm schon, Pflaster. Ja, was heißt?
Nächste Haltestelle, Alte Landstraße. Nächste Haltestelle, Folklo-Bundesautobahn. Ja, wir sind auch bald da. Gehen wir mal ganz kurz Gas her. Was schafft er denn? Der fährt einfach, ne? Okay. Nächste Haltestelle, Bergsiedlung. Thank you.
Dann fahren wir hier mal raus. Unser Bus leer. Ja, passt ja. So, die Bergsiedlung. Guten Tag. Nächste Haltestelle, Griesbach, Bahnhof. So. Ja, ich hab dann gerade mit der letzten Tür. Wenn jetzt rot wird, ey.
Nächste Haltestelle, Abzweig, Griesbach. Zu spät sind ist eh nicht so schlimm, weil wir haben eh gleich genug Pause. Nächste Haltestelle, Böhmener Bergstraße. Ja. Nächste Haltestelle, Institut der deutschen Wirtschaft. Nächste Haltestelle, Riederbachstraße. Nächste Haltestelle, Griesbach, Schönblick. Diese Fahrt endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Umsikai, weiter geht's. So. So.
Wette da unten mal. Der steht da hinten immer noch. Ja. Naja. So. Ich würde mal sagen, das war's mit dieser Folge. Wir sind jetzt einmal die komplette Linie in die 86 gefahren. Vom Hauptbahnhof zum Griesbach-Simblick. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann nicht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es heißt Brummsee mit Umsee. Bis dann. Ciao.